Ja, ich begrüße euch herzlich zu unserer Abendsitzung hier bei den hessischen Engelwölfen und natürlich auch alle, die uns hier zuschauen, ob live im Book oder später in der Magischen Bibliothek. Wir haben heute Abend zwei ganz wunderbare Dinge vor. Einmal wird uns der Günther durch eine kollektive Entsetzung unserer Systeme führen. Und ich werde eines meiner ganz großen Herzensformate mit euch teilen, den sogenannten Fährmannspfad. Der hat auch so eine ganz, ganz magische Geschichte. Und die werde ich euch erzählen. Ich möchte aber vorher ein paar Worte sagen zum Thema des Todes. Weil der Tod hat in meinem Leben eine sehr außergewöhnliche Rolle. Und ich kann vielleicht schon mal eins sagen, so sehr mich der Tod gebeutelt hat und geschlagen hat und mir geliebte Menschen hinweggerissen hat, so wenig hat er mich doch geschreckt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich groß was Suizidales in mir habe, aber der Tod hatte nie was existenziell Bedrohliches für mich, wie ich das ja bei vielen anderen Menschen immer wieder erlebe. Sondern auf irgendeine auch gar nicht erklärbare Art und Weise war mir schon immer klar, dass der Tod in einer herkömmlichen Anschauung eine Illusion ist. Und ich war mir selbst als Kind auf eine gewisse Art und Weise schon immer darüber klar, dass es am Tod nichts gibt, was ich fürchten muss. Ich weiß nicht, wo das herkam. Vielleicht meine unbeschreiblich fromme Großmutter, die in ihrem Sterbeprozess ein ganz tolles Beispiel mir gab. Die schlief nachher den ganzen Tag fast nur noch, wachte nur auf für Stuhlgang und Essen. Und wenn sie aufwachte, war sie manchmal ganz sauer und sagte, verdammter Mist, bin ja immer noch hier. Jetzt war doch eben schon irgendwie der Stammapostel zu Besuch, die war neuapostolisch, meine Großmutter. Und die toten Schwestern von ihr, die waren doch jetzt alle schon hier und jetzt dachte sie eigentlich, sie ist schon drüben und jetzt wacht sie auf und jetzt lebt sie noch. Also die hat mir so dieses in beiden Seiten und Weltensein irgendwie so vorgelebt. Und ich hatte auch immer ein Faszinosum zum Tod. Ich habe mich, was wenig andere junge Leute tun, ganz viel mit Todespoesie beschäftigt. Ich habe japanische Haikus studiert und auch hunderte selbst geschrieben, die ja eigentlich die Todesgedichte von Samurai sind. Also ein Samurai schrieb ein Haiku, wenn er entweder in eine ziemlich aussichtslose Schlacht ging oder bevor er Harakiri machte. Zum Beispiel Harakiri hatte immer eine große Faszination für mich. Ich habe mich wirklich intensiv mit Harakiri beschäftigt. Oder ich habe mich intensiv mit Kamikaze beschäftigt. Diesen Selbstmordfliegern der Japaner im Zweiten Weltkrieg, mit denen sie hofften, die Invasion der Inseln von den Amerikanern aufzuhalten. Ein völlig auswegsloses Unterfangen. Und trotzdem hat mich das fasziniert, wie Menschen in so einer scheinbar angstfreien Art und Weise in den Tod gehen. Und dann kam der Tod auch sehr früh in mein Leben. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemand verloren habt, mit dem ihr eine Liebesbeziehung hattet, auch eine physische. Das ist eine Qualität von Verlust, die nochmal sehr besonders ist, weil wir wissen ja, wie stark wir uns karmatisch verbinden. Wenn wir mit jemand sexuelle Beziehung haben und jemand verlieren, mit dem man eine sexuelle Beziehung hat, hat nochmal eine völlig andere Qualität in meinem Erleben. Und es wird auch von anderen so beschrieben, als wenn man irgendeinen guten Freund nur verliert.
Ich musste das relativ früh erleben, dass ich zwei Frauen verloren habe, mit denen ich erotische Beziehung hatte. Und es waren, ja, es waren sehr einschneidende Erlebnisse, weil ich tatsächlich immer das Gefühl hatte, es starb ein Stück von mir. Dann habe ich vor 30 Jahren meine Tochter verloren, die starb bei mir auf dem Arm. Das war natürlich auch nochmal eine total einschneidende Erfahrung. Und dass ich als junger Mann Mitte 30 dreimal in der Woche auf dem Friedhof gießen gehe, das habe ich mir auch nicht gedacht. Inzwischen gehe ich nur noch zweimal in der Woche gießen und habe jetzt auch schon so eine klare Gießfolge. Ich habe drei Gräber, die ich zu versorgen muss, a insgesamt 7 Kannen. Und ich sage dann auch immer, ich gehe jetzt unsere Toten gießen. Ja? Und ich muss auch bekennen, ich gehe gerne auf Friedhöfe. Ich liebe Friedhöfe. Ich könnte Wanderungen auf Friedhöfen machen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf dem Zentralfriedhof in Wien war. Das ist wirklich ein Erlebnis. Also ich würde wahrscheinlich lieber den Zentralfriedhof bewandern als irgendwelche Bergtäler. Und ich fühle mich auch den Toten auf den Friedhöfen so unendlich nahe. Der, wie heißt er denn? Der Wolf Biermann hat mal ein Lied geschrieben über den Friedhof in der Chausseestraße, wo auch der Bertolt Brecht und der Eisler begraben liegt. Und der Wolf Biermann hat gesagt, in den Zeiten der Diktatur in der DDR war er ja oft auf seinem Friedhof, weil er war den Toten immer so viel näher teilweise als den Lebendigen. Und auch ein bisschen pervers könnte man sagen, aber war so. Ich habe gerne Ausflüge gemacht zum Kleistgrab. Der Kleist hat ja sein halbes Leben eine Frau gesucht, die sich dann mit ihm zusammen suizidiert. Weil es war für ihn so der höchste Ausdruck der gemeinsamen Liebe, gemeinsam in den Freitod zu gehen. Und die hat er dann wirklich auch gefunden. Und mit Ausblick auf Kleinen Wannsee hat er sich dann suizidiert. Ja. Also der Tod war immer eine feste Größe in meinem Leben. Real, dadurch, dass ich Menschen verloren habe, gerade im letzten Jahr, habe ich 4 mir unendlich nahe Menschen verloren, richtig nahe Menschen. Und ich habe dann letztens eine Dienstanweisung an der Schule ausgegeben, es wird jetzt nicht mehr gestorben, ja? Weil es waren mir einfach zu viele verloren gegangen von meinen engsten Mitarbeitern. Dann habe ich noch eine sehr eigenartige Beziehung zum Sterben. Ich liebe es, Totenreden zu halten. Ich bin ein Nekrologe. Nekrologe sind Reden, die man als Nichtpriester für einen Verstorbenen hält. Und es sind Lobreden, die man auf ihn hält. Und es gab gerade in der römischen Zeit, war das eine sehr, sehr angesehene Tätigkeit, Nekrologe zu halten. Einer der größten Nekrologe war Cicero. Der war bekannt für seine Nekrologe. Es gab Nekrologe, die haben die Weltgeschichte verändert. Der Nekrolog von Marcus Antonius auf Caesar. Die Verschwörer dachten, sie hätten einen Riesensieg errungen und der böse Diktator war weg. Und dann hat Marc Anton seinen Nekrolog angehoben und hat gesagt, naja, und Caesar war schon ein bisschen diktatorisch und dumm, dumm, dumm. Und fing dann aber an, in diesem Nekrolog Caesar wahnsinnig zu loben und die Massen fingen an zu toben. Und nach dieser Rede mussten die Verschwörer, die Caesar umgebracht hatten, gucken, dass sie so schnell wie möglich von der Bühne kamen, weil durch den Nekrolog war das Volk von Rom wieder so Caesar begeistert geworden, dass sie Octavian und Brutus und wie die ganze Verschwörerbrut hieß, nur noch jagten. Und die sind dann ja auch alle umgekommen nachher. Also, nee, Octavian nicht, aber Brutus und Konsorten. Ja, und dann
kam der Schamanismus in mein Leben. Und der Tod bekam nochmal eine besondere Bewandtnis, indem ich ganz viel erddieses bundene Seelen ins Licht brachte. Also ich habe mich den erdgebundenen Seelen sehr, sehr, sehr verbunden immer gefühlt, weil ich ja aus meiner mehr geisteswissenschaftlich geprägten Geisteshaltung wusste, wenn eine Seele erdgebunden ist, dann kann sie ihren Entwicklungsweg nicht weitergehen. Also eine erdgebundene Seele kann eben nicht die besagten Jupiter-Umrundungen machen, die Erfahrung integrieren aus diesem Leben, um dann so bald wie möglich wiederzukommen, sondern eine erdgebundene Seele verharrt in dieser Erdbindung. Und wir brauchen ja die Seelen alle wieder zurück. Gerade jetzt brauchen wir ganz viele Seelen wieder zurück. Also war mir diese Arbeit mit den erdgebundenen Seelen ganz wichtig. Das ist wie so ein, ich würde mal sagen, nach der Freischaltung von orgastischer Potenz kommt eigentlich die Arbeit mit den erdgebundenen Seelen. Aber das mit der orgastischen Potenz, die hört ja eigentlich auf zum Sterben. Ja? Man nennt es ja nicht umsonst le petit mort. Ja? Also wahrscheinlich ist orgastische Potenz der beste Weg, um keine Angst mehr vom Tod zu haben. Wer dreimal täglich stirbt, hat nicht mehr viel Angst vom Tod. Ja, und dann passierte etwas ganz Entscheidendes und es passt auch zu dem, was Günther gleich hier tut und es passt zu Fährmanns Fahrt. Ich hatte einen Traum und in diesem Traum erschien mir mal wieder Vaivamos in seiner klassischen Form, ein Suppentopf rührend und sagte mir, Andreas, die geistige Welt hat dir wahnsinnig viel geschenkt. Deinen ganzen Schamanismus, Atta, du bist reich beschenkt worden von der geistigen Welt. Aber Beziehungen müssen ausgeglichen sein und darum hat die geistige Welt jetzt eine Forderung an dich. Die geistige Welt will, dass du dich um die Heimbringung von Kriegerseelen kümmerst, erdgebundenen Kriegerseelen. Jetzt muss ich dazu sagen, das ist mir jetzt auch ein bisschen peinlich, aber ich stehe dazu, ich war, glaube ich, der einzige Berliner Hippie, der irgendwann mal Militärhistoriker werden wollte. Also bevor ich dann durch einen Kurschatten meiner Mutter zum Heilpraktiker wurde, die hatte nämlich einen Kurschatten, der Heilpraktiker war, und von dem schwärmte sie so und sagte dann, na Junge, das ist ein Beruf für dich, hatte ich mir schon die Bewerbungsunterlagen der Helmut-Schmidt-Universität aus Hamburg kommen lassen, das ist die Bundeswehr-Universität, und hatte wirklich überlegt, ob ich da Geschichte und später Militärhistorie unterrichte, weil ich habe mich wahnsinnig für Militärhistorie interessiert. Selbst als strammer Hippie habe ich heimlich Napoleon-Biografien, Alexander-Biografien, heimlich, das war mir peinlich. Oben lagen fünfmal Emma und irgendwelche frauenfreundlichen Romane, Simone de Beauvoir, Le Deuxième Siècle, Alice Schwarzer, Der kleine Unterschied und seine schrecklichen Folgen, der Mythos des vaginalen Orgasmus, was ich da alles damals so gelesen habe. Aber unten, mindestens zwei Napoleon-Biografien. Ich bin bis heute Spezialist für den amerikanischen Bürgerkrieg. Also die Amis waren begeistert. Die hatten noch nie einen Nicht-Amerikaner erlebt, der so viel über den amerikanischen Bürgerkrieg wusste. Also wenn ich denn Militärhistoriker geworden wäre ich jetzt auch in Pension, wäre ich wahrscheinlich als, was bist du, was hast du für einen Dienstgrad, wenn du 65 bist? Naja, Oberst oder irgendwas, wäre ich dann als Oberstprofessor in Pension gegangen und würde jetzt nur noch Bildungsreisen machen über die Schlachtfelder des amerikanischen Bürgerkriegs und würde da kleine Referate halten. Also es wäre bestimmt kein schlechtes Leben gewesen. Also ich kann mir das gut vorstellen in so einem universitären Bereich. Aber ich bin dann doch meiner Mutter zur Liebe Heilpraktiker geworden. Aber dieses Thema Krieger,
Da hätte man ja so als linker Hippie eigentlich ein Problem mit haben müssen. Wobei ich sagen muss, ich hatte ein Spezialgebiet bei der Militärhistorie. Ich habe mich total für geordnete Rückzüge interessiert. Mich haben selten die Siege interessiert und mich haben auch nicht die totalen Niederlagen interessiert. Ich war spezialisiert auf geordnete Rückzüge. Also du hast eine Schlacht verloren, aber es ist was übrig noch und das bringst du geordnet an eine sichere Position, stellst dich da neu auf, schlägst den nächsten Angriff des Gegners zurück, um dann zurückzuschlagen. Also ich war Spezialist für den langen Marsch von Mao Zedong. Hätte ich noch vor ein paar Jahren stundenlang drüber erzählen können. Geordnete Rückzüge. Ja, und darum war diese Botschaft aus der geistigen Welt, mich um diese Krieger zu kümmern, jetzt nicht so furchtbar erschütternd. Sondern ich dachte, ja, es ist in Ordnung. Und geisteswissenschaftlich hat es ja sogar einen Sinn, weil wir brauchen die alle. Hier, jetzt, lebend, in diesem großen arimanischen Ringen, da brauchen wir die alle. Und die können uns nicht helfen, wenn die auf irgendwelchen Schlachtfeldern rumrennen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, mir Formate zu überlegen, die auch mit meinen Lehrern zu checken, wo ich mit Gruppen auf Schlachtfelder gegangen bin, unter anderem auch in Ghettos. Wir haben auch das Ghetto von Krakau entsetzt, im positiven Sinne. Und haben da über Stunden Seelen eingesammelt. Über Stunden Seelen eingesammelt und haben die zu Portalen gebracht, die wir errichtet haben, wo Sandalfon und Metatron standen und die haben die dann ins Licht gebracht. Es war eine große Aktion. Ich habe Jena und Auerstedt entsetzt. Ich habe die ganzen friderizianischen Schlachtfelder in Brandenburg bis zur polnischen Grenze entsetzt. Also ich habe schon einige 10.000 Kriegerseelen rübergebracht. Ja, und dann, wieder Militärhistorie, gab es eine Geschichte, die mich besonders fasziniert. Und das waren die Jakobitenkriege in Schottland. Ich habe mich sehr für die Jakobitenkriege interessiert und besonders für den erfolglosesten Aufstand der Schotten unter Bonnie Prince Charlie, wo die Highlander das letzte Mal ins Gefecht gezogen sind. Das war das Ende des Hochlands. Hier, ihr Frauen, guckt doch alle diese Fernsehserie. Wie heißt die? Outlander. Outlander, da seid ihr ja alle bestens informiert. Ich weiß ja, ist ja große Frauenserie. Ist aber auch toll. Ja, du, ich finde das toll, das ist ja mein Lieblingslied, Sweet Bonnie Boat. Like a bird in the wing, over the sea to sky. Das kann man eingeben. Ja. Ja. Ja, und dann war mir relativ klar, dass ich mich um ein Schlachtfeld kümmern muss. Da war ich schon mal vor 25 Jahren, als von Schamanismus noch nichts gedacht wurde. Und das ist das Schlachtfeld von Culloden. Das war der Untergang des freien Schottlands. In Culloden haben die hannoveranischen Söldner während einiger weniger Stunden die Blüte des Hochlandes geschlachtet. Und ich wusste, da muss ich hin. Und als mich die Britta Maria Diekmann das erste Mal fragte, ob wir so eine Heilreise machen wollen, war mir ganz klar, jawohl, wir fahren nach Culloden. Und natürlich auf die Isle of Skye, weil ja da auch Bonnie Prince Charlie war mit Heather MacDonald, Flora MacDonald, die hat ihn ja dann rausgebracht. Ja, und dann sind wir da rüber gefahren und es gab einen ganz festen Tagesordnungspunkt. Wir fahren nach Culloden, to the field of Culloden und werden da die Seelen der Highlander und die der Hannoveraner auch ins Licht bringen. Weil ich bin da nicht einseitig. Ich bringe alle ins Licht, wenn ich auf den Schlachtfeldern bin. Ja, und dann hatte ich ja bis dahin schon den Günther ganz lieb gewonnen und wusste ja von seiner hohen magischen Kompetenz. Und ich weiß nicht, ob du mich am gleichen Tag oder am Vortag irgendwann sprachst du mich an
und erzähltest mir von deiner Idee mittels einer Lichtsäule. Diese Arbeit, die wir da wahrscheinlich in 3 Stunden gemacht hätten, weil normalerweise schicke ich Mitarbeiter aus, die gehen mit ihrer medialen Sicht über diese Schlachtfelder, sehen dann diese erdgebundenen Seelen, wie die da rumirren und sich ständig versuchen, Zigaretten anzuzünden. Also wer da mal wirklich was drüber lernen will, über diese erdgebundenen Seelen, der soll wirklich Nachrichten von Sam sehen. Dieser Film, den hat Rosina Sonnenschmidt abgesegnet, hat gesagt, es ist da alles 1:1, könnt ihr euch drauf verlassen. Und darum fahre ich nicht so gerne U-Bahn. Oder wir müssten mal Günther mal 14 Tage durch die U-Bahn schicken, weil erdgebundene Seelen sammeln sich tatsächlich in U-Bahnen. Fragt mich nicht, warum Vampire auch. Ja, und dann hat mir der Günther vorgeschlagen und hat gesagt, hier, er will es mal probieren mit seiner Lichtsäule. Und ich war nicht skeptisch, bin bei Günther nie skeptisch, bin eigentlich sowieso nie skeptisch. Doch, aber darüber rede ich jetzt nicht. Und habe aber, wer hat die testet? Ja, habe aber Britta Maria, deren testische Fähigkeiten, ich sehr schätze, ihr beten, ob sie das testet, dass das okay ist, dass wir das nicht als Gruppenarbeit machen, sondern dass Günther das macht. Und kam raus, ja. Ja, und dann hat sich Günther hingestellt, wir um ihn, gibt sogar, wie? 5 Minuten und stand da, gibt es glaube ich sogar noch ein Video von, könnt ihr das mal einfach auf meine Seite heute stellen? Schaffst du das? Irgendwo wird es ja bei mir auch sein. Ja, einfach mal bei mir hinstellen. Und dann hat Günther dieses wunderbare Ritual gemacht, wo er diesen Kanal nach oben geöffnet hat. Und in 5 Minuten war die Arbeit von 3 Stunden geleistet. Wie viel sind rübergegangen? 2000 nachgetestet. Und dann hatte Günther seine Lebensaufgabe. Und inzwischen war Günther zusammen mit Hans Heinrich und anderen schon auf vielen Schlachtfeldern. Ich habe die letzten Jahre viel auf den Seeloer Höhen gearbeitet, Günther auch. Es war eine der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Marschall Schukow dachte, als er über die Oder gegangen ist, er ist in 3 Stunden in Berlin, die A1 einfach geradeaus, er hat sich geirrt. Die Seeloer Höhen haben ihn 1 Woche und 40.000 Rotarmisten gekostet. Und auf deutscher Seite natürlich ähnlich viele Tote. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo so viel Blut und Eisen in der Erde ist wie zwischen Seelo und Oder. Also das war eine furchtbare Schlacht. Und als ich das erste Mal da war, unbeschreiblich, unbeschreiblich. Die rennen da alle noch rum. Inzwischen haben wir sie deutlich dezimiert. Ja, seitdem nimmt meine Dankbarkeit kein Ende für den guten Günther, weil diese Arbeit ist einfach irre wichtig, weil wir brauchen die wieder hier, aber hier können wir sie erst richtig wieder haben, nachdem sie drüben waren. Eine Geschichte fällt mir ein, man hat mal den Bert Hellinger gefragt, was seine Freizeitbeschäftigung ist. Und da hat er gesagt, er arbeitet in einer Kriegsgräberfürsorge. Euch ist ein bisschen irritiert. Die kümmern sich um Kriegsgräber. Und dann hat er aber gesagt, das ist ganz wichtig, weil wenn man die Gräber der Krieger nicht gut versorgt und schön sauber hält, dann bindet man diese Energie im Negativen. Wenn die aber geehrt werden, dann löst sie. Und der hat ja jetzt nichts von Reinkarnation oder so erzählt, aber ja, das hat schon einen großen Sinn, dass man da sehr achtsam und ehrenvoll mit umgeht. Kaladden lohnt sich. Ist ein heiliger Ort. Wirklich ein heiliger Ort. Könnt ihr mal eingeben bei YouTube, Kaladden. Gibt es auch schöne Videos so mit toller Musik und alles. Ja. Letzter Teil meiner Todesgeschichte. Als mein Vater im Sterben lag,
Und ich habe meinen Vater während seines Lebens, ich glaube, nur einmal umarmt. Nach einer Aufstellung, wo ich zu meiner Mutter sagte, liebe Mama, ich mute dir ab heute zu, dass ich es auch vom Vater nehme. Weil meine Mutter hatte den Satz in mich implantiert, du bist ein guter Junge, du bist nicht wie dein Vater. Und es hat das Verhältnis zu meinem Vater sehr gestört. Und als es weg war, konnte ich ihn einmal in den Arm nehmen und danach dann erstmal nie wieder. Aber er schenkte mir eine Woche lang Koma. Und in dieser einen Woche habe ich diesen alten Mann befummelt bis zum Abwinken. Ich habe den täglich durchleibt. Meine Frau hat ihn mit Rosenöl eingerieben. Der hat sein ganzes Leben lang, glaube ich, nicht so viel unerotische Berührung gekriegt wie in dieser Woche. Ich habe ihn wirklich befummelt ohne Ende. Aber der konnte nicht sterben. Aber ich habe meinem Vater mal versprochen, dass ich ihn nicht verfaulen lasse lebendig. Aber mein Vater hat einen Herzschrittmacher. Und Herzschrittmacher sind stabil. Da kann der restliche Körper verfallen, der Herzschrittmacher hält. Dann habe ich mir schon überlegt, besorgt mir einen Magneten. Aber ist ja auch schwierig. Ich bin Heilpraktiker, bin ich meine Zulassung los mit dem Magneten. Und dann habe ich gebetet. Habe gesagt, ey Mann, geistige Welt, helft mir. Und dann hat die geistige Welt gesagt, ja, sing ihm sein Lied und ruf die Kojoten. Weil aus irgendwelchen Gründen hat mein Vater immer zum Schluss, wenn ich mal was Kritisches gesagt habe, zu mir gesagt, hau einem alten Kojoten nicht auf die Pfoten. Ich dachte, wie kommt der denn da? Was hat mein Vater mit Kojote zu tun? Später hat mir ein geistiger Lehrer erklärt, Menschen, die sich in einem Leben als Mensch sehr mit sozialen Verhältnissen schwer getan haben, die kriegen oft eine kurze Rudelinkarnation, um so soziale Grundkompetenzen nochmal zu lernen, bis sie dann wieder als Mensch kommen. Und ich weiß inzwischen, dass mein Vater, vielleicht ist er jetzt schon wieder zurück als Mensch, eben wirklich Kojote war, weil die Kojoten haben eine sehr klare Sozialstruktur. Und mein Vater war sozial ein bisschen autistisch, war sehr egomanisch. Ja, und dann habe ich dieses Sein-Lied gesucht, ist mir jetzt wieder auch ein bisschen peinlich. Das war ein Soldatenlied, das hat dann mein Internetbeauftragter auf Seiten gefunden, die man normalerweise nicht besucht, aber ich wusste, es muss das Lied sein. Das hat er mir als Kind immer vorgesungen, als er mit mir seine italienischen Schlachtfelder besucht hat. Der war nämlich als sehr junger Mann schon im Krieg, mit 17 zweimal schwer verwundet. Monte Cassino, hat angreifende Maoris erlebt. Also der hat schon mit 17 Sachen erlebt, die erlebe ich mit 66 wahrscheinlich nie. Und dann habe ich dieses Lied rausgekriegt und dann habe ich mich hingesetzt, habe getrommelt, habe dieses Lied gesungen und ja, und hab die Kojoten gerufen und die Kojoten kamen und seine Seele verließ seinen Körper und die Kojoten brachten ihn über den Fluss und eine Stunde später war er tot. Ich habe dieses Format Bring Me Over the River genannt und ich finde, das sollte jeder haben, dass er hinübergesungen wird. Einige Jahre später entschied sich meine Mutter, relativ kurzfristig. Die hat sich übergessen bei ihrem Geburtstagsessen und dadurch hat sich irgendwie ihr Magen vorgestülpt und dann hat sie was aspiriert in der Lunge. Also meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Junge, sorge dafür, dass ich hier nicht pflegebedürftig bin. Ich sagte, Mama, ersticken ist einfach schwierig. Also dann hat sie kurz, war sie ein paar Tage im Koma und dann kam sie wieder und wenn ich sie dann immer im Krankenhaus besuchte, beschimpfte sie mich immer. Sie sagte immer, mach was, dass ich gehen kann, mach was, dass ich gehen kann. Ich habe gesagt, Mama, geht nicht, mach was, die warten alle schon. Meine Mama hat alle ihre Toten gesehen, das Zimmer war voll von den Toten, die standen da alle.
Ich weiß auch nicht, wie lange die noch warten. Sag ich, Mama, die warten, ist alles gut, Mama. Alles ist gut, Mama. Aber es war die klare Forderung. Mach was, mach was, mach was. Ja. Und irgendwann sagte sie, ich hatte Engelwolf-Ausbildung Wochenende. Und sagte, na, wenn du jetzt nicht was machen kannst, dann mach doch mal was mit deinen Hexen. Und dachte ich, ja, Mama, das ist eine Idee. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich mit meinen Hexen? Und dann habe ich an eine Geschichte gedacht, an die Geschichte von Chiron, dem Fährmann. Fährmann ist außerhalb Militärhistoriker auch noch eine Berufsoption gewesen für mich. Habt ihr alle Siddhartha gelesen? Der Fährmann. Der Fährmann. Ich finde die Idee des Fährmannes sehr, sehr, sehr spannend. Jemand, der so die Leute so rüberbringt. Ich fahre auch gerne Fähren. Nicht so die so große, sondern so kleine Fähren. Und dann dachte ich, na gut, dann mache ich was mit meinen Hexen. Und dann habe ich mir überlegt, wie mache ich das? Habe ich gesagt, ich brauche einen Stellvertreter für meine Mutter. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, Irmi. Dann habe ich ein paar Menschen hinter meine Mutter gestellt, die ihr in diesem Leben wichtig waren und die sie vielleicht noch halten, um das kurz zu klären. Dann habe ich den Fährmann aufgestellt. Das warst du oder? Nee, Sam war das. Sam war das. Aber du warst bei, wa? Ja. Ja, aber Sam war. Sieht so ähnlich aus wie er. Man könnte sie verwechseln. Dann habe ich zwei Engel aufgestellt. Sandalphon und Metatron, die dann den Toten vom Fährmann übernehmen. Und dann habe ich, nee, Quatsch, die Engel bringen ihn zum Fährmann, so rum. Und dann habe ich die göttliche Mutter aufgestellt und gute Tote, die sich freuen, dass der Tote kommt. Also ich habe meine Tochter, die hat meine Frau, freudsche Fehlleistung, meine Mutter sehr geliebt. Und ihren Lieblingsbruder, mit dem sie jetzt auch zusammen begraben ist, die habe ich da aufgestellt. Dann haben wir gesungen und dann hat als erstes der Tote eine Mark gekriegt. Normalerweise braucht er ja 2 Silberdollar. Darum kriegen die amerikanischen Präsidenten, wenn sie sterben, Silberdollar auf die Augen gelegt. Das ist der Lohn für Chiron, dass er sie rüberbringt. Ja, und dann haben wir getrommelt und dann war Mama sehr flott unterwegs. Manche brauchen lange, für manche ist es schwer, aber Mama war sehr, sehr flott unterwegs und flott drüben. Ja, und wir waren mit der Arbeit fertig und dann kriege ich einen Anruf vom Krankenhaus. Herr Krüger, seit einer halben Stunde passiert ja was ganz Eigenartiges. Die Blutdruckwerte Ihrer Mutter knallen total in den Keller. Und wir müssen jetzt die Medikamente verdoppeln, sonst wird Ihre Mutter sterben. Ich sagte, nicht einstweilige Verfügung, wie heißt das richtig? Patientenverfügung. Ich setze mich jetzt mal aufs Fahrrad und bin in 5 Minuten da, Krankenhaus war nur 5 Minuten von der Schule. Und da wird mal gar nichts rumgedreht, das lassen wir mal alles schön so. Dann habe ich zu Heidi gesagt, du Heidi, tut mir leid, ich muss jetzt mal weg. Macht das mal alleine weiter alles. Dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt, bin hingefahren, bin in dieses Krankenzimmer gegangen. Habe gesagt, könnten Sie mal die Pieperei hier ausstellen, das stört mich, weil wenn der Blutdruck sinkt, piept es da ständig. Machen Sie mal ein bisschen die Fenster dunkel und ich melde mich mal, wenn es soweit ist. Und die Krankenschwestern rausgegangen. Und dann habe ich mich zu ihr hingesetzt, habe so ihre Hand genommen. Sie hatte auch ein Lied, auch nicht politisch korrekt. Das U-Boot-Fahrerlied, das war ihr Lieblingslied. Das musste ich ja auch im Alter immer wieder singen, hat sie immer so meine Hand genommen. Sie sagt, Junge, sing uns unser Lied. Es geht los. Gib mir deine Hand, deine zarte Hand, denn wir fahren. Jetzt höre ich auf. Ja, es waren halt die Helden meiner Mutter, als sie jung waren. Ich hatte Winnetou, sie hatte ihre U-Boot-Fahrer. Und dann habe ich mich so hingesetzt und habe ihre Hand genommen und habe so gesungen. Ja, und dann habe ich sie, so wahr ich hier sitze, gesehen. So wie in diesem Film. Oh, oh, heiliger Schauer. Sie kamen so alle.
Alle kamen sie. Alle kamen sie. Und standen so ums Bett. Ja, und dann ging meine Mutter. Und sie verschwand mit ihnen. In einer nicht alltäglichen Wirklichkeit. Dann war diese Linie so ganz ruhig. Und dann saß ich einen Augenblick. Und meine Mutter hat immer einen Satz gesagt, der hat mich sehr beeindruckt. Die hat immer gesagt, wenn ich morgens aufwache und nichts mehr tut weh, dann weiß ich, bin tot. Und ich wusste, sie ist rausgegangen und es tat nichts mehr weh. Ja. Und dann kam meine Tochter noch und meine Frau kam noch. Mein Neffe kam noch. Dann blieben wir eine Weile bei ihr. Insgesamt hat es alles 1,5 Stunden gedauert. Und dann bin ich zurückgefahren in die Schule. Und dann haben die wahrscheinlich alle, weil ich bin ja eine olle Heulsuse. Ich heule ja ständig und immer. Sag nur Brücken am Fluss und ich heule eine Stunde. Ja? Musste mir gar keine Szenen aus dem Film zeigen. Reicht nur Brücken am, dann fange ich schon an zu plärren. Ja? Oder sag nur jenseits von. Kannst mich schon mit Worten völlig abschießen, ja. Aber ich bin in diesen Unterricht reingekommen, es war gerade Pause und ich habe gelächelt. Ich war ganz froh und die haben alle gesagt, deine Mutter ist doch gestorben. Ist das nicht schrecklich? Sag ich, nee, ist nicht schrecklich. Ich musste auch bei Irmi nicht heulen, erst später, aber es war völlig für mich klar, das ist richtig, dass Irmi gegangen ist. Irgendwie hätte wer zerbrochen an diesem Corona-Wahn und an meinem Schicksal auch. Weil irgendwie hat sich wie niemand anders um mein Schicksal gesorgt. Und ich war so fröhlich, Das war so schön, dabei sein zu können und diesen Pfad gemacht zu haben und zu sehen, wie dieser Pfad so wirkt. Ja, und seitdem habe ich bestimmt 100 Pfade gemacht. Die wirken nicht immer so prompt, aber sie wirken sehr prompt. Und wir werden mal sehen, wir machen ja heute einen Pfad gleich für jemand, der diese Unterstützung braucht. Den Pfad könnt ihr auch in einer Einzelarbeit machen, den geht ihr einfach selbst in all diese Rollen. Und der Pfad wirkt sogar, wenn man sich ihn vorstellt. Also wenn ihr nicht so viel Zeit habt, dann macht eine Reise und stellt euch vor, Günther ist Chiron und ihr bringt den Toten oder den Sterbenden zu Günther und Günther bringt ihn zur göttlichen Mutter. Es reicht, wenn ihr euch das vorstellt. Ja, das ist die Geschichte des Todes in meinem Leben. Und darum muss ich sagen, habe ich nicht so viel Angst vorm Tod. Jetzt hatte ich natürlich auch das große Glück, einen wunderbaren Lehrer zu haben, den Galsang Chinak, tuwanischer Schamane, so ein bisschen der Moses, der Tuwana. Und der ist bei uns an der Schule gewesen und hat mit uns ein tolles Seminar gemacht. Und in diesem Seminar hat er uns so nebenbei erzählt, dass alle Tuwana-Schamanen wissen, wenn sie sterben. Das wissen die. Sehen die in der Vision. Und wenn der Tag ihres Sterbens kommt, selbst wenn die noch völlig taco sind, verschenken die alles und gehen raus in die Nacht. Und wenn du in Tuwa in die Nacht rausgehst, erfrierst du. Und ich habe in der darauffolgenden Nacht meinen Tod geträumt und weiß seitdem, dass ich bis 108 hier bleiben muss. Bei Brücken am Fluss ruft sie ihn ja dann irgendwann an, nachdem ihr Mann verstorben ist, den sie gepflegt hat bis zum Schluss. Und dann ist er schon tot. Also da ich ja 108 werde, ist die Chance, dass man mich irgendwann anruft und ich lebe, noch relativ groß. Ja, das hat mir auch nochmal ein gutes Gefühl gegeben, das zu wissen, was ich bis dahin alles zu tun habe. Ja, es sind jetzt noch 42 Jahre. Eine gute Zeit, freue ich mich drauf. Und ich hoffe, davon habe ich wenigstens die Hälfte noch viel Kraft, diese wunderbare Arbeit weiterzumachen
und ganz besonders eben eins weiterzumachen, noch viele, viele, viele Tausende von Menschen und besonders Kriegern, letztes Mal haben wir ja die Alten aus den Heimen rübergebracht, rüberzubringen, also dieses Rüberbringen, das ist mir ein großes Anliegen. Ja, Fährmannsfahrt, wir werden nachher einen machen und ab morgen könnt ihr den in euren Praxen anbieten. Als Trance, als Einzelarbeit oder als Gruppenarbeit seid ihr ab heute autorisiert von uns. Ihr seid ab heute engelwölfische Fährfrauen und Männer. Dürft ihr ab morgen auf eure Visitenkarten schreiben. Engelwölfische Fährfrau. Ja, aber bevor wir den Fährmannsfahrt machen, hat unser guter Günther uns noch ein großes Geschenk versprochen, nämlich eine kollektive Entsetzung unserer Systeme mittels seiner Lichtsäule, aber auch mittels seiner magischen Worte. Ja, und ich wünsche allen, die zugehört haben, einen wundervollen Abend. Und ich verabschiede mich von meinen Zuschauern mit den altbewährten Sätzen für dich und mich und die Erben der Zukunft. Mögen alle Menschen glücklich, zufrieden und im Wissen um ihre Unsterblichkeit sterben.